Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Skin-Vorstellung bei uns auf dem Kanal, sofort und gleich. Ja, schaut euch das mal an. Dieses Teil hier habe ich heute Nacht in einem Gameplay gefunden und denke einfach mal so, was ist das denn? Kenne ich überhaupt nicht, ja. Ja, dann habe ich mal erstmal überlegt, welche Form könnte das sein, was könnte dazu passen, und das ist tatsächlich ein spezieller Style für den 8-Ball. Ich erkläre euch dann später noch, wie man da hinkommt. Jetzt lassen wir das Ding erstmal laufen. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Item Shop den Creator Code sofort gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo, wir gucken uns das mal an. Ihr seht da unten an den Füßen, achtet mal auf die Füße, die sind noch ein bisschen weiß bei denen. Ja, die sind noch ein bisschen weiß. So, letzten Endes ist es so, dass ihr den 8-Ball normal spielen müsst, aber in der weißen Version scheinbar. Und je länger ihr den spielt, je öfter ihr den spielt, desto mehr verwandelt er sich. Übrigens, da vorne ein weiterer geiler Skin, den ich, oder beziehungsweise ein neues Outfit für Elmira, werde ich auch in einem anderen Gameplay dann noch zeigen. Da ist er direkt neben ihm. Sensationell. Also in dieser Aufnahme hier verschiedene Skins gewesen, die ich vorher gar nicht gefunden habe. Achtet da unten auf die Füße. Seht ihr es? Da ist es noch weiß. Der wird dann, je länger man spielt, von oben nach unten wird er dunkel. Also nicht je länger, sondern je öfter. Ist die Frage jetzt, da wurde schon heiß drüber diskutiert, was bedeutet das? Ist das irgendwie ein, soll das ein Hack präsentieren oder darstellen oder was weiß ich nicht was? Ja, was ist die Story dahinter? Warum verändert sich der 8-Ball zu diesem Tron-Style? Übrigens mega cooler Film, Tron. Der ist schon mega cool, das Teil. Also mir gefällt er sehr gut. Ich habe dann natürlich als erstes danach gesucht. Wie kommt man an diesen Style ran? Und habe dann gleich angefangen, meine erste Runde mit dem 8-Ball zu spielen. Ich werde jetzt die nächsten Tage dann nur noch den 8-Ball spielen, weil ich total gehypt bin wegen dem. Das ist mega geil. Sieht richtig cool aus. Ist für mich eine der geilsten Skins, die es momentan so jetzt derzeit gibt. Ich meine, ich mag den 8-Ball sowieso schon. Billard gerne gespielt früher. Ich habe es geliebt. Und der gefällt mir sowieso sehr gut. Aber das hier ist der Oberknaller. Ist wirklich der Oberknaller. Ja, ich hoffe jetzt, also sorry auch nochmal für die Lags hier. Ich hoffe jetzt, dass wir durch den neuen Rechner, dass da die Gameplays auch besser werden. Die Wiederholungsvideos. Wäre cool. Dauert nur ein paar Tage, dann sind wir durch. Dieses Video muss ich heute aber noch raushauen, weil ich glaube, da gibt es im deutschsprachigen Raum noch gar nicht wirklich was dazu. Bin mir jetzt nicht so sicher. Also heute Nacht, als ich den gesehen habe, gab es im deutschsprachigen Raum noch nichts dazu. Nur international.
8-Ball versus 8-Ball. Ich würde ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie euch dieser Skin, dieser Style gefällt. Das ist schon ein mega geiler Teil. Ja gut, das mit dem Editieren hat er scheinbar noch nicht so wirklich raus. Ja, wenn euch das heutige Gameplay-Video gefallen hat, dann lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da. Übrigens an den Händen sieht man das auch hier. Sieht man es auch. Und wenn wir jetzt hier runter gehen, da sehen wir es auch. Achtet mal drauf, da unten die Füße sind auch noch, hier kann man es schön sehen, weiß. Da ist noch nicht ganz schwarz. Muss noch ein paar Matches spielen wahrscheinlich, um komplett schwarz zu werden. Das Teil ist geil. Ja, benutzt unseren Creator-Code sofortdugleich.tv. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, wären wir euch sehr, sehr dankbar. Und schaltet das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt Skins, bei uns vorgestellt auf dem Kanal, sofort und gleich. Ja, ihr könnt ja auch mal jetzt hier gucken, Elmira wird mit Sicherheit auch schon, also wenn es jetzt noch nicht verlinkt ist, dann wird es bald verlinkt sein, die Winteredition. Und dann habe ich den Weihnachtsranger auf der Map gefunden und den Doggo als Weihnachtsstyle. Werden jetzt auch folgen, die Videos. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Für die Leute, die jetzt nicht mehr einschalten, euch noch ein schönes Weihnachtsfest. Bis dahin, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.